Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Wir sind mit dem Todesboten unterwegs, mit ziemlich starken Perks drauf, unter anderem Nöd, Barbecue und Chili, Pop Goes the Weasel und das Beste kommt zum Schluss, um Stacks zu sammeln. Und da schauen wir mal, ob wir schnell einen Gegner finden. Natürlich wieder Coldwind Farm, ist immer toll für ein Video, sehen dann immer richtig kacke aus wegen der Map. Oh, da haben wir einen Quentin. Ah, durchs Fenster gehen wir nach. Keine Ahnung, Todesbote fühlt sich immer so langsam an, Chases, finde ich. Da er sich vermoved, da sollten wir einen Hit bekommen. Und da er nicht die Obsession ist, erster Stack. Ah, geht durch, perfekt. Komm, yes, sehr schön. Das war ein guter Schuss. Aber jetzt seht ihr mal, wie schnell die den Generator geschafft haben. Das ist unglaublich. Das ist wirklich unfassbar, wie schnell das manchmal geht. Da müssen mindestens zwei Stück oder eher drei dran gewesen sein. Okay, da oben sind zwei. Kicken wir erstmal da mit Pop Goes the Weasel. So, hier haben wir Spuren. Ah, eine Claudia. Der sitzt auch. Na, ja, Kornfeld ist halt echt immer so eine Sache für sich. Es ist schwer hier zu treffen. Wie ich schon gesagt habe, es ist schwer hier zu treffen. Aber sie ist an der T-Wall. Bin mal gespannt, wie sie sich anstellt. Aha. Ja, alles klar, die kriegen wir. Und zack. Perfekt. Die hängt. Da hinten versteckt sich wer. Schießen wir. Und natürlich getroffen. So, wo geht's lang, Feng? Die muss noch da sein. Ja, ich höre sie. Okay, die haben wir auch. Ja, da will wer befreien. Wen haben wir an der Angel? Quentin. Okay. Ach, er hat noch geliehene Zeit. Schade. Und jetzt will da wer befreien. Eieieiei. So viel Action. Das ist die Claudette. Und die hat keine geliehene Zeit. Puh. Und trotzdem hat jemand noch einen Gen durchbekommen. Das ist wahrscheinlich dieser Jake da vorne. Ich bin mal gespannt, ob er stehen bleibt und denkt, ich weiß nicht, dass er da ist. Ja. Und so hat man schon 5 Stacks. Oh, sehr schön. Gut, hängen wir den auf. Muss sagen, das Perk-Bild gefällt mir wirklich gut. Auf dem Deathslinger, auf dem Todesboten. Das ist angenehm. Es ist stimmig, es harmoniert gut miteinander. Die Map ist halt nur schwer. Die haben noch nicht viele Paletten benutzt. Das ist so das Problem. Das kann auch wirklich nervend werden, wenn die zu den Wenn die zum Paletten gehen, kann das echt noch sehr nervig werden. Dann, nee, das schlagen wir normal. So, er ist schon tot. Hier ist wer am Generator. Und das ist auch schon ziemlich weit. Na, Quentin kicken wir erstmal. Oh, Moonwalk. Und hallo. Ja, da kriegen wir einen Schlag hin. Aber hier sind noch viele Paletten. Ja. Und wieder. Klar, logisch, das hat mich gestunt. Ja, ich lasse von dem Typen ab. Da oben ist irgendwo wer dran. Gucken wir mal, ob wir die Person finden. Wo? Bestimmt in einem Schrank. Oh, der war doch. Ja. Da ist eine Fangmin im Schrank. Gehen wir links. Und jetzt. Hallo. Dankeschön. Ja, sie wurde befreit. Bestimmt von Jake, weil Quentin ist ja noch verletzt. Nee, das war Quentin, der runtergesprungen ist. Boah, ich hätte ihn wirklich gerne, aber der Typ... Der Typ, der nutzt alle Paletten. Ja, und ist schon wieder an einer dran. Man muss wirklich sagen, also ich finde, Todesboten kann man so leicht... Okay, es geht nicht. Ich wollte es mal testen, ob man da durchschlagen kann. Den Todesboten kann man so leicht looten. Das ist unglaublich. Ist mit einer der einfachsten Killer zum Looten, finde ich. Ja, sollen wir da schießen? Nee, ich will lieber schlagen. Ich glaube, da haben wir eine bessere Chance. Und ja,
halt. Dankeschön. Arsch, ey. Ah, das war ein Drama. Oh, da unten haben wir wen. Das ist Jake. Der spielt bisher am besten, würde ich sagen, jetzt vom Sneaky-Faktor her. Der versteckt sich gut, ich sehe den kaum. Oh, den müssen wir erstmal mit Pop kicken, den Gen. So, und wo ist der gute Herr? Dahinter ist er nicht, alles klar. Hm? Quentin wurde schon wieder befreit. Hä? Oh, der war hinten. Okay, der war hinter der Wand. Festen Gen wieder an. Komm, da schießen wir, oder? Ja. Da kriegen wir einen Schlag hin. Ja, der sitzt. Perfekt. Hm, Richtung Killer-Check. Die Spuren, finde ich, sind wieder ein bisschen verbuggt, wenn ich ehrlich bin. Okay, es geht hoch. Ich finde, die sind nicht so gut, wie sie früher waren. Mal gucken, ob wir noch eine Szene bekommen in der Runde, die das gut widerspiegelt. Ah, diese Paletten. Aber hier dürfte nichts mehr sein. Ja, den kriegen wir. Und zack. Gut. Der Kollege hängt. Da oben ist Fang dran, ja. Aber ich will Quentin bekommen. Aber erstmal machen wir die Paletten weg, die er eben alle benutzt hat. Ja, er ist da hinten. Okay, wir kennen die Location von allen. Hier haben wir auch eine? Ja, hier ist auch eine. So, Herr, wo bist du? Davon kann ich übrigens nur abraten. Er ist mit Abstand der Beste, was Lupen angeht. Und verfolgt ihn nicht. Geht eher auf die leichte Fängmin, aber ich mag halt die Herausforderungen und ich will das nicht auf mir sitzen lassen. Ja, diesmal getroffen, sehr gut. Gucken, ob er noch was findet. Ja, Fängmin macht weiter in Gen, das ist mir egal. Okay, Spuren gehen nicht da hoch. Da waren sie jetzt wieder schlecht sehbar im Gras. Das fand ich, keine Ahnung, fand ich nicht schön. Hier ist keine Palette mehr, okay. Die haben wir zerstört. Vielleicht kriegen wir ihn jetzt. Hat gewartet. Aber hier wird schwer für ihn. Ja, da kriegen wir ihn. Auch wenn er schnell durchspringt. Ja, perfekt. Feng, wo bist du? Ach, sie hat ihn aufgehoben. Scheiße. Gut, dann aufs Neue. Die Suche beginnt. Ah, dass die Jake einfach sterben gelassen haben. Komische Fang. Ich meine, ich war ja hinter Quentin her. Wo sind die denn? Hier ist wer. Ja. Okay, Quentin haben wir wieder. Und da ist die nächste Palette. Huhu. Ihr seht, wie lange es dauert, bis überhaupt der Chase, bis die Chase-Musik losgeht. Das ist halt echt, ist ein Drama. Aber ich kann mich nicht beschweren, wir haben bisher ganz gut gespielt. Okay, fängt mal wieder oben. Oh, schön, den haben wir getroffen. Und zack. Also, ja, komm, den will ich jetzt raus haben. Es bringt nichts zu sluggen und ich finde die Fang nicht. Wir versuchen jetzt mit Barbecue die Dame zu finden. Hopp. Da hinten ist sie. Ob sie noch dahinter ist, ist ja die Frage. Da nicht. Da auch nicht. Hier auch nicht. Ich glaube, wir müssen die Luke suchen gehen. Ja, ist wohl am sinnvollsten, wenn wir die Luke suchen. Da haben wir die Luke, perfekt. Und die Ausgangstore sind genau nebeneinander. Das heißt, jetzt nur noch kurz chillen und irgendwann wird sie sich zeigen. Aber vielleicht ist sie ja schon direkt dran, gucken wir mal. Da ist sie nicht dran und da auch nicht. Okay, warten wir. Ah, da ist sie. Ja, da ist sie dran. Zeit hätte, glaube ich, eh nicht mehr gereicht. Wir haben Nöt ab, die kommt da nicht raus.
Oh, hallo. Kriegst jetzt die Nötklatsche und pup. Okay, da haben wir alle bekommen, Leute. Ich fand, das war doch eine relativ starke Runde, aber wie gesagt, einen Todesboten kann man ein bisschen zu leicht looten. Aber es geht schon. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Ich freue mich immer wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss.